Hi, willkommen bei Grand Chill Barbecue Lifestyle. Heute geht's um die Wurst. Es gibt eine grobe Smoky Porky Bratwurst, selbstgemacht, super einfach und schnell. Und wie ich das gerade gemacht habe, das seht ihr jetzt. Viel Spaß! Dann starten wir hier gleich durch mit den Zutaten. Für unsere Smoking Porky Würste brauchen wir Smoky Porky von Klaus Grillt. Habe ich zur Verfügung gestellt bekommen. Danke an Klaus. Da werden leckere Würste draus gemacht. Das sind 24 Gramm. Dann brauchen wir 24 Gramm Meersalz. Ich hatte hier grobes Meersalz. Habe es mit dem Nutribullet fein gehackt. Dann brauchen wir ein paar Meter Schweinedarm, 29 bis 31 Durchmesser, bekommt ihr beim Metzger oder im Großhandel. Dann brauchen wir natürlich noch Schweinefleisch. Ich habe hier 1 Kilo Schweinebauch und 1,3 Kilo Schweineschulter ohne Schwarte schon durch den Fleischwolf gelassen, gleich beim Metzger. Könnt ihr euch die Arbeit ersparen, wenn ihr es frisch macht. Funktioniert das hervorragend. Das sind die ganzen Zutaten, ist alles in der Infobox beschrieben. Und dann geht's gleich los mit dem Fleisch mischen und würzen. Nehmen wir uns das Salz, teilen das gut über das Fleisch. Dann unseren Smoky Porky Rub. Der Hintergrund, da hat schon Rauchsalz drin. So ersparen wir uns das Räuchern der Würste und gibt einen guten Geschmack rein. Dann kneten wir das Ganze mal gut durch, dass das Gewürz und das Salz schön verteilt wird und wir eine optimale Wurst hinbekommen. Wie fein oder wie grob, dass ihr die Wurst haben wollt, bestimmt ihr mit dem Fleischwolfaufsatz. Könnt ihr beim Metzger sagen, wie dünn oder dick ihr die Würste bzw. das Hack haben wollt. Ich habe mich hier mal für die grobe Version entschieden. Passt natürlich hervorragend zu der groben Bratwurst. Ich denke, das passt so. Dann holen wir uns mal die Fleischfüllmaschine, Wurstfüllmaschine. Dann nehmen wir unsere Wurstmaschine. Schön mal wieder entstaubt und gereinigt. Ich nehme hier den dünnen Aufsatz, der geht ringer für mich. Ist aus Metall. Original waren so Plastikteile dabei, relativ groß. Aber mit dem dünnen hier geht's richtig gut. Dann schrauben wir mal vorne drauf. Und dann füllen wir das gute Fleisch mal rein. Zwischendurch mal richtig nach unten drücken, dass keine Luft drin ist. Hört das auch. Die Luft zischt heraus. Das passt. Gehen wir mal rüber und stülpen uns den Darm schön über die Tülle rein. Ne? Dann mal drehen, bis das Fleisch vorne rauskommt. Kommt's. Dann habe ich den Darm richtig gut gewässert, auch ausgespült von innen. Und dann wird mal aufgezogen. Ein Ende suchen. Alles schön ein bisschen nass machen, Feuchtigkeit dran. Und dann flutscht das richtig gut drauf hier. Thank you.
So passt das schon. Am Anfang einen Knoten. Können wir einen Knoten reinmachen oder einfach abdrücken. Das reicht auch locker aus. Dann hole ich mal meinen Sohn, der kurbelt für mich. Und dann fangen wir mal an zu wursten. Dann starten wir durch, nehmen uns den Anfang, drücken zu und dann kann mein Sohn mal losdrehen. So, Freunde, und schon haben wir es geschafft. Dann haben wir so einen schönen langen Strang mit Würsten. Schaut euch, wie lange ihr die wollt, drückt sie ab und dreht sie einfach um. Und schon habt ihr solche schönen Würstchen. Beim Abdrehen einmal auf die linke Seite, einmal auf die rechte und dann kommt das richtig gut. Das gibt noch mal ein bisschen Spannung rein in die Wurst. Füllt noch mal einen leeren Platz aus, der es vielleicht gegeben hat von der Luft. Könnt auch jede einzeln machen natürlich und abdrehen. Das ist euch überlassen. Macht das, wie es euch am besten gefällt. So sehen die guten Stücke nun aus. Dann werden wir die im Normalfall jetzt ein bisschen trocknen lassen, einen Tag im Kühlschrank aufhängen oder so, wie ihr wollt. Ich werde gleich mal eine testen und euch ein Fazit geben. Grill an! Nehmen wir uns so eine schöne Wurst, ist hier ein bisschen offen, das macht nichts, kann ein wenig aufplatzen. Aber wir wollen ja den Geschmack wissen und das auf die Schnelle. Schauen wir mal ein paar Minuten wieder rein. Übrigens in der Maschine gibt es immer einen Rest, mit dem könnt ihr super zwei leckere Hamburger Patties machen und einen leckeren Hamburger draus. Drehen. Kommt langsam. Nach gut 10 Minuten sieht die Wurst richtig lecker aus. Nehmen wir raus und testen sie natürlich gleich an. So Freunde, ihr habt schon gesehen, die Smoky Porky Bratwurst à la Klaus grillt und jetzt würde ich sagen, schauen wir mal, ob es auch schmeckt. So sieht die von innen aus, ist gut durch und dann würde ich sagen, wünschen guten Appetit. Smoky. Ein Porky. Ist echt lecker. Passt hervorragend. Guter Rauchgeschmack, ohne irgendwo im Rauch. Ja, Freunde, testet das unbedingt an. Super lecker. Und wie immer würde ich mich freuen über einen Daumen hoch, weil Däumchen werden Träumchen. Ein Abo nicht vergessen. Job reinschauen. Zwei weitere Folgen für euch. Schaut wieder mal rein bei Grinchill Barbecue Lifestyle International bei Facebook und bis zum nächsten Mal bei Grinchill Barbecue Lifestyle. See ya!